Ich habe ziemlich zügig eine Antwort auf meinen Rücktrittsforderungen an den Intendanten der Deutschen Welle, Peter Limburg, bekommen. Und zwar vom Medienverantwortlichen Christoph Jumpelt. Das ging ziemlich schnell und wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, der eine Antwort bekommen musste. Das sieht man in der Adressierung relativ deutlich. Kurz gehalten und ein Link zur Deutschen Welle-Seite zu einem entsprechenden Kommentar. Was mir hier an der Mail auffällt, Christoph Jumpelt, Head of Corporate Communications and Spokesperson PR and Communications. Toll, klingt richtig toll. Ja, und hier unten geht es dann noch ein bisschen weiter. DW, Made for Mainz. Naja, was auch immer man darüber denken mag. Was mir sonst noch so aufgefallen ist, neben dem Made for Mainz, Unternehmen durchsuchen. Nur mal so ganz nebenbei. Ich scrolle hier nur mal ganz kurz runter. Den Text kannst du dir durchlesen. Hier ist der Herr Jumpelt auch im Bild. So sieht's aus. Ja, und hier meine Antwort auf diese kurze und knappe E-Mail. Ihre Zuschrift, re Ihre Zuschrift. Meine Rücktrittsforderung an Herrn Peter Limburg. Werter Herr Jumpelt, ich gehe davon aus, dass Sie sehr viel zu tun und sich deshalb bei der Bearbeitung meiner Mail nur einer Standardantwort befleißigt haben. Ich kann das zwar verstehen, das reicht mir allerdings nicht. Deshalb erhalten Sie erneut eine Mail von mir mit einer Frage und einigen Feststellungen. Erstens, ich bat Sie nicht um die Beantwortung meiner Mail, sondern um die Weiterleitung meiner Rücktrittsforderung an den Intendanten Peter Limburg. Haben Sie das erledigt? Wenn ja, werde ich sicher von diesem noch hören. Wenn nein, tun Sie das bitte. Der Text war für ihn persönlich und Sie lediglich zur Weiterleitung eingeschaltet. Zweitens, lassen Sie mich trotzdem noch zu Ihrer Standardantwort, die sicher noch an andere Menschen ging, da nicht an mich personalisiert, Stellung beziehen. Ihre kurze Antwort und das allgemeine Statement der Deutschen Welle auf der Internetseite interessiert mich in keiner Weise, da das am Kern meiner Kritik völlig vorbeigeht. Es ist absolut unerheblich, was ein Herr Beucher oder auch ein Herr Elkin nun sagen, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wie Sie ganz bestimmt wissen, kommt es in der Politik nicht auf die Intention, sondern auf das jeweilige Resultat an. Und das Resultat ist mies. Jede Erklärung nach dieser von vielen Menschen nicht nur in Russland so empfundenen üblen Beleidigung, die nicht gleichzeitig Entschuldigung ist, geht fehl und ist überflüssig. Und das Ganze auch noch umzudrehen und den von der Deutschen Welle Beleidigten jetzt noch den schwarzen Peter zuzuschieben, ist an Frechheit kaum noch zu überbieten. All die Beteiligten verlieren ganz offensichtlich die Bodenhaftung. Nochmals, ich fordere den Intendanten Peter Limburg zur offiziellen Entschuldigung oder zum Rücktritt auf. Bitte übermitteln Sie meine Rücktrittsforderung und gern auch diese Mail Ihrem Intendanten. Danke. Nach wie vor mit Empörung, JVG.